Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lego Marvel Avengers. Irgendwas weiß ich nicht mehr. Ich war ja schon lange nicht mehr hier und ja, der Drachenbursche ist auch dabei. So ist es, ja. Der hat sich auch in seinem Zimmer eingefunden, um mal wieder mit dem Dokus zu spielen. Lange hatten wir keine Zeit und jetzt sind wir wieder dabei. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir mit dem Spiel weitermachen können. Wir hatten letztes Mal aufgehört hier in Südafrika, wenn ich mich richtig erinnere. Sind wir hier in Südafrika? Ja, ich glaube, es war Südafrika und wir sind hier sogar mit einigen unterwegs. Das ist schon ziemlich lange her. Das ist lange her, ja, ja. Immer diese großen Pausen. Wir versuchen natürlich, dass wir die Pausen in Zukunft etwas minimieren, aber versprechen kann man es immer nicht. Weiß ja nicht, wenn man mehr Zeit hat. Zeitlich ist es halt immer so. Zeitlich ist es immer so kritisch. Davon ist irgendwas. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ich bin schon längst abgehauen wieder. Ja, Jock ist so schon verschwunden mit allen Man. Komm da nicht rein. Tja. Es ist nicht gedacht, dass du da rein sollst, glaube ich. Okay, hier gibt's irgendwas. Ja, das verschließt sich natürlich, da braucht man Black Widow, müsste sie da hochklettern, weil die ist unsichtbar. Haben wir die nicht dabei? Die haben wir dabei, ja. Ich muss mal gucken, wo sie da hochkommt. Wo ist sie denn? Frau Witwe? Nein. Nee, da ist da. Sie. Super. Muss ich mal schauen, dass man hier irgendwie hoch... Kann man da rüber springen? Ich weiß es gar nicht, aber für irgendwas muss das... Ja, das ist zu weit, oder? Wo ist denn rüber? Da, auf die andere Seite. Ach, da muss man wahrscheinlich... Wo bist du eigentlich? Kann man das hier runter machen? Irgendwie diesen Steg muss man da irgendwie runterfahren wahrscheinlich. Ja. Warte mal, ich nehme mal kurz Tor, der kann ja fliegen. Dann schauen wir mal, dass wir diesen Steg hier runterkriegen. Haben wir eigentlich alle Extras an, falls wir welche haben? Ja, wir haben keine Extras, wir haben noch keine roten Steine gefunden. Haben wir noch nicht den Münzsammler? Nee. Sicher? Ich bin mir relativ sicher, ja. Stadtmagnet oder wie das heißt. Steinchen, doch, den haben wir sogar und der ist sogar an. Na, siehst du doch. Passt gut. Sogar. Was war das so zum Zweispieler? Okay, was auch immer das ist. Irgendwie kann ich das Ding hier nicht runtermachen, das müssen wir irgendwo anders runtermachen. Welches? Wo denn? Diese Brücke da, die ich da gesehen hatte. Ich muss gerade nochmal gucken, ich schaue mich mal ein bisschen im Schiff um. Vielleicht sehe ich da noch eine Möglichkeit, wie wir das Ding aufmachen. Okay. Das ist irgendwie so knapp oder sowas, wäre ganz gut in der Nähe. Ne, also momentan, keine Ahnung, wo sie das versteckt haben. So, auch wie angenehm diese Klaviermusik ist vielleicht, ne? Man kann da drüben auch jetzt nicht irgendwie... Ah, nee, ich sehe da mal. Also ich kann zwar hier rauf. Ja, ja, wir können rauf. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Ach, wir müssen eh nur hier hin, irgendwo. Hier sagt uns die Quest an, die Quest sagt unten. Okay, okay, dann gehen wir nach unten. Hier müssen wir hin, ah. Das ist so beruhigend, diese Musik, oder? Wir müssen übrigens auch grüßen an der Stelle, nicht, dass wir es vergessen. Ach so, wir müssen grüßen. Ja, ja. Dann grüße ich doch mal den Jordan. Dann mache ich den Athanasius. Athanasius, Athanasius. Ja, sagen. Noch nie gehört den Namen, aber ich finde, der klingt extrem cool, der Name. Hallo? Ist mal was anderes, so heißt wenigstens nicht jeder. Wo bist denn du? Ich bin auf dem Weg zu dir, ich muss nämlich jemanden haben, der... Ah, Dings kann ja, der konnte ja mittlerweile so super Pfeile machen, gell? Der kann alle Pfeile. Ja, aber damit könnte er Sachen aufschmelzen. Warte mal, hä? Wo bist du jetzt? Ach, du bist auf der anderen Seite noch, ich vernichte das Treibholz. Muss auch einer machen, ja. Müllbeseitigung am Strand, dank Herrn Jokic. Ne, ich wollte eigentlich darüber und dieses goldene Ding aufschmelzen, weil ich glaube, da vorne müssen wir irgendwas zusammenbauen. Wäre so meine Vermutung. Na komm, mach. Hier bist du. Hier bin ich, ja. Guck mal, das kann ich doch auch. Ja, das musst sogar nur du machen, das kann ich nicht mal machen. Ich dachte, ich könnte es so aufschmelzen, aber... Nee, jetzt ist in keinem Fall der konstante Hitze abgeben. Du musst einen Anker musst du machen, okay. Mach mal deinen Anker hier. Und dann können wir hier irgendwas. Sieht so eine Elektrizität aus. Hey, wieso können wir hier nichts machen? Vielleicht fehlen uns noch Teile. Ja, wahrscheinlich. Oh, das hier noch kaputt. Da ist doch schon auch noch irgendwas drin, oder? Nee, das geht nicht kaputt. Verdammt! Aber hier ist ein großer Container. Da ist doch schon auch noch irgendwas drin. Was? Ah, hier sieht es doch vielversprechend aus. Warte mal, du kannst sie gleich mit deinen Raketen kaputt schießen, oder? Ah ne, ich kann's. Ne, passt. Ich glaube, das bist du. Das muss ich machen. Boom. Jetzt können wir es zusammenbauen. Ah. Und dann können wir den anderen aufmachen. Ah ja, ah. Jetzt machen wir hier was, fallen hier Teile raus. Ja, genau. Jetzt überleg mal, jetzt können wir hier irgendwas draufbauen. Dann bauen wir mit dem Teil irgendwas ganz drüben auf. Ja, wir bauen einen riesen... Ventilator. Dabei ist noch gar nicht so warm hier eigentlich. Der Sommer ist noch gar nicht richtig da und wir bauen schon wieder Ventilatoren. Doch. Und jetzt können wir nämlich hier auch bauen. Ah, okay, und den betreiben wir mit Strom und Strom kann der Tor und der Tor macht da jetzt auch mal Strom. Kann das Tony nicht auch? Ah, Tony kann kein. Ups, Entschuldigung. Nee, Tony kann. Au, au. Muss hörst wohl, du auf? Muss wohl ich machen. Nein. Okay, nein. Ich wollte es nochmal spannend machen. Okay, wir machen Schiffssäuberung. Warum auch und immer. Und welches Schiff ist es?
Könnt ihr es erkennen? Es ist die... Churchill! Churchill, Great Britain. Ich glaube, es wurde am Anfang des letzten Parts auch gesagt. Also am Ende des letzten Parts, am Anfang von diesem... Das ist schon eine Weile her. Ja. Aber es wurde gesagt, das ist der Punkt. Da geht eine Tür auf und da kommen Menschen raus. Ich glaube, die haben was gegen uns, die sind bewaffnet. Ich habe in Spielen gelernt, bewaffnete Menschen sind selten freundlich. Ach, und jetzt können wir auch darauf. Ah, zumindest wenn wir dieses Ding auf der anderen Seite irgendwie runterkriegen. Ach, jetzt können wir da drüben was machen. Wir waren schon wieder zu gut. Wir mussten erst das frei machen, damit wir wissen, dass es das richtige Schiff ist. Ah. Alles klar. Mist. Sind wir aber auch schlecht. Ja. Na, wir sind zu gut. Wir wussten schon, wo es lang geht, bevor es uns gezeigt wurde. Oh, und du bist schnell. Ich bin Tony. Ja, nicht nur schnell, sondern auch stark. Ja, schon klar. hallo. Wer muss da oben was machen? Ich glaube, Black Widow konnte das machen, oder? Ups, ich will dich doch töten. Konnte das Black Widow machen? Ja, das kann Black Widow machen. Nein, ich will doch gerade... Mann. Okay. Ich glaube, man muss einfach wild rumdrücken. Ah ja, genau, man muss diese Sachen finden. Das ist eigentlich so eine Aufgabe, die man wunderbar mit so einem Wii U-Pad machen könnte. Aber wir spielen es ja auf der PlayStation. Leider. Ja. Leider. Das ist richtig. Ich glaube auch nicht, dass es bei der Wii U mit dem Pad gehen würde. Also bei der Lego City Undercover zum Beispiel, da gibt es ja so viele Sachen mit dem Pad, aber... Oh, der hat mich angegriffen. Aber komisch, dass sich Tony in seinem tollen Anzug von so einem einfachen Schuss hier irgendwie klein kriegen lässt. Du hast ihn übrigens... Du hast uns einen runtergeschmissen, jetzt ruhig da oben belassen können. Ich wollte ihn nicht hier haben. Du, ich wollte einfach schon nett sein. Schau mal, ob ich schaffe, hier rüber zu schießen. Oh ja, das geht sogar. Hui! Gibt's hier hinten noch irgendwas Tolles versteckt? Ah, okay. Ich glaube, du musst mir da oben was aufbauen, damit wir rüber... Warte mal, ich baue selber auf. Du kannst selber noch ein bisschen Gegner prügeln oder Sachen suchen. Wir sind hier auch noch gar nicht richtig in dem Level drin, also das ist noch alles so Zwischendingens hier. Ja, sonst hätten wir nämlich schon getrennte Münzanzeigen und ich würde in Führung gehen. Das glaubst du. Das glaubst du. Also, dass wir den getrennten Münzanzeigen, glaube ich auch, aber dass du in Führung gehst... Ich zweifle doch stark. Auch wenn du das wahrscheinlich nicht so siehst, aber... Wir werden übrigens auch die ganzen DLCs spielen, die es hier so gibt. Irgendwann in ferner Zukunft, wenn wir das Hauptspiel durchhaben. So viele gibt es eigentlich. Also, Story-DLCs gibt es, glaube ich, momentan nur eins und das mit Black Panther, aber... Und die werden wahrscheinlich eh nicht so lang sein. Das kommt noch... Ja, es wird halt immer ein Level sein, aber es gibt ziemlich viele Charakterpacks. Also ich tippe mal, es gibt schon so um die 40 neuen Charaktere. Wenn ich die alle sammeln dürfen. Die haben wir ja dann gleich, wenn die Charakterpacks gibt. Wieso? Das heißt, wir haben dann gleich 40 neue Charaktere. Au! Die werden wir auf jeden Fall bei Gelegenheit mal runterladen. Waffe, bitte. Also wir haben den Season Pass. Ach ja, hier brauchen wir ja Dings. Ah, wir kommen schon rein, ich bin auf dem Weg. Ich muss nur eine Etage höher noch irgendwie kommen. Wenn ich eine Treppe finde oder sowas. Kann ich hier irgendwie rein? Nee. Ach, da ist... Oh. Manchmal sieht man die Leiter nicht. Vor lauter Leitern? Nein. Hier gab es keine Leitern. So, lass mich mal da hingehen. Lass mich da mal reinschauen, wo was ist. Ich bin ja schon unsichtbar. Mensch. Du siehst mich nicht, Kamera, du siehst mich nicht. Ah. Na, dann hacken wir mal. Hey, ich hab dich eingesperrt. Links und ich sehe den letzten Pfeil nicht. Danke, Herr Joker. Das war nicht hilfreich. Ah, verdammt. So, jetzt neuer Versuch. Also links, unten. Das kriegen wir hin. Links, unten. Und damit dürfte sich jetzt das Türchen öffnen. Türchen Nummer 1 von unserem kleinen Adventskalender hier. Was ist wohl dahinter? Noch mehr Feinde? Noch mehr Menschen mit Waffen? Ich vermute es. Oder etwas anderes. Vielleicht ist da auch Schokolade dahinter, wer weiß schon. HMS Churchill. So ist es. Und jetzt, glaube ich, fängt dort das neue Level an. Schaut vielversprechend aus. Ah, schaut sehr vielversprechend aus. Hier kämpft er. Bruce Banner zögerte zunächst ein bisschen, den Hulk mit den Avengers kämpfen zu lassen. Also haben er und Tony Stark Schutzmaßnahmen entwickelt, sollte der grüne Kerl herumwüten. Die spezialisierte Iron-Man-Rüstung Hulkbuster kann überall auf der Welt durch Tonys Satellit Veronica eingesetzt werden. Klingt effektiver als cooler Jazz, Bongos oder eine Tüte Gummibärchen. Ja, man kann es auch mal versuchen, ihn mit der Tüte Gummibärchen zu bestechen. Den Hulkbuster, den gab es übrigens damals auch schon im Spiel zum ersten Hulk-Film. Echt? Da gab es den als Gegner, den Hulkbuster. Ah, sah der auch so aus oder sah er noch anders aus? Wie in der Disco. Bum, bum, bum. Also, Minister. Wo waren wir? Ja. Struckers Musterschüler.
Nur mit dem Boss. Jetzt zum Geschäft. Ein Bonbon? Das ist super. Würde mein Zeug auch immer so verstauen. Vibranium. Es ist Milliarden wert. Und du jetzt auch. Ich sage immer nach Freund und Feind reich. Wer er ist, findest du gleich. Tony Stark sagte das immer. Du gehörst zu ihm. Vergleich mich nicht mit Stark. Junior. Bricht dem alten Herrn das Herz? Wenn's sein muss. Erschieß sie! Hält ihr denn? Alle natürlich! Das ist jetzt Avengers 2 schon, oder? Ja, das ist die Szene. Mittlerweile sind wir schon in Avengers 2 angelangt. Ah, die beiden brauchen wir auf jeden Fall später in der offenen Welt. Besonders ihn, weil er so schnell ist. Sind jetzt auch im Level und können hier wieder Münzen sammeln. Ich natürlich mir erster Joke jetzt. Wow, natürlich. Thor, wie wäre es, ihn dazu zu bringen, deinen Hammer aufzuheben? Das ist doch diese lustige Slow-Mo-Szene in... In der Kampfszene, wo doch Thor seinen Hammer wirft und dann versucht, wie heißt der nochmal, Quicksilver ihn aufzuheben und oder aus der Flugbahn zu reißen. Nur um dann festzustellen, dass es nicht so einfach ist. Ich muss ehrlich gestehen, ich kann mich nicht mehr an diese Szene erinnern. Zu meiner Schande. Ah, die Szene meinst du? Ja. Jetzt bräuchten wir hier irgendwie wieder Sachen kaputt machen können. Explosive Sachen. Ah, aber Hawkeye haben wir gerade nicht. Oder ist Hawkeye gerade. Nee, haben wir nicht dabei. Verdammt. Der ist irgendwo anders gerade am Kämpfen. Kleine Mini-Ultrons. Die sind auch süß, oder? Ja. Aber sie haben keine. Als Haustier. Klar, als Haustier. Hausroboter. Als Hausroboter, klar. So wie bei iRobot so. Sind ungefähr gleich sympathisch wie die Roboter da. Hier brauchen hier wir ist irgendwie Avengers Action. Ja, das ist für Black Widow und die haben wir ja sogar dabei. Au, warum hauen die mich? Aber ich glaube, da müssen wir irgendwie noch eine Etage höher, sehe ich das richtig? Ja, da müssen wir irgendwie noch eine Etage höher. Na also, bitte. Black Widow hat diese Stäbe von Black Widow sind cool. Kann man fast als Lichtschwerter halten, wenn man nur kurz hinschaut. Oh, hier ist noch was. Wir hätten einen tollen Finisher machen können. Oh, ich habe dafür einen tollen Speicherpunkt gefunden. Ist doch auch was, oder? Ist eigentlich noch relativ früh im Level, dafür, dass das Level gerade eben erst hier anfängt. Jetzt schon Speicherpunkt? Na gut. Au, das hat wehgetan. Wollen wir uns nicht beschweren, dass wir speichern dürfen, oder? Nee. Muss man ja mal nutzen, wenn man schon mal speichern kann. Das ist doch nicht unsere Art. Eben. Wobei, beschweren können wir eigentlich schon ganz gut, oder? Glaube ich. Nein, nicht schon wieder du. Quicksilver, du. Achtung, wir können auch ganz nach unten. Na gut. Wenn ich nicht weiß, wie es oben weitergeht, einfach nach unten gehen. Ja, so. Muss das, ne? Frag mich aber au, 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 wie wir noch au, weiter au, nach oben kommen. Au. Verdammt, der Joker hat echt schon wieder mehr Münzen als ich. Ja, und irgendwie bin ich gerade ein bisschen gelähmt. Okay. Das solltest du lassen, das glaube ich ist ein bisschen ungesund auf Dauer. Ja, ich kann hier irgendwas aufbauen. Klingt interessant. Ja, wenn du schon mal Tor hast, dann solltest du das auch machen. Jetzt hört ihr mal auf hier. Ich bin unsichtbar, ihr kennt mir gar nichts. Den brauchen wir hier. Ich britzel gerade irgendwas durch, ich weiß nur nicht was. Auch Mechaniker brauchen wir hier. Ja, Mechaniker ist, glaube ich, geradeaus. Ah, und jetzt kann auch... Ah, jetzt hätten wir mit Black Widow danach ganz oben, ich verstehe. So langsam ergibt alles Sinn. Langsam erkenne ich einen Fortschritt. Ich weiß noch, wie das geht. Okay, nee. Haben wir wieder alle nicht dabei, die wir hier brauchen an der Stelle. Aber wir werden die Level natürlich alle nochmal spielen, weil wir machen ja die 100%. Wer kann da rein lasern? Auch keiner von uns, den wir dabei haben, oder? Sehe ich das richtig? Nee, du kannst es nicht sagen. Nee, leider nicht. Du kannst, aber wir können ja so wieder nach oben klettern. Auch wenn ja, ich kann fliegen, also mir macht das am wenigsten aus. Ja, das stimmt, aber jetzt kann ich auch hier hoch. Wenn ich das richtig. Ja, genau, und jetzt kann ich. Okay. Mach mal tolle Avengers Action. Ich mach tolle Avengers Action. Tolle Black Widow Action. Okay, da gibt es ja viele Sachen, die wir herausfinden müssen. Einfach wildes Drücken, das ist das Beste. Ah, und jetzt kannst du da, glaube ich, was machen. So als starker Charakter kannst du deinen Hammer da reinschmeißen, sehe ich das richtig? Ja, ist für Thor. Hulk und Thor. Musst du noch da hinkommen? Ja,
Ist nicht ganz, so, nicht ganz leicht zu sehen hier. Wie man das mit. Ah, doch. Boom. Es hat geklappt. Es gibt noch eine schöne Zeitlupe. Also lernfähig ist der Mann aber auch nicht. Ah, jetzt können wir ihm sein zweites Leben abziehen. Ah ja, genau. Ich glaube, wir haben ihm gerade sein zweites Herz abgezogen. Nee, aber er hat leider drei. Kommt jetzt seine Schwester oder was? Nee, da unten müssen wir irgendwas machen. Na, früher oder später kommt die Schwester auch noch vorbei, befürchte ich. Ja. Einmal aufmachen, bitte. Ja, schon wieder Action, ja, Wahnsinn. Hier ist Black Widow ja richtig wichtig. Sonst kommt ihr ja nicht so oft dran hier, aber. Ah, Captain America darf auch mal wieder ran. Hat also auch einen Grund, dass wir den dabei haben hier unten. Jeder Charakter ist nützlich. Alle sind gleichberechtigt. Ja, irgendeinen Zweck hat hier tatsächlich jeder Charakter in dem Level. Gar nicht mal so blöd. Dass man nicht irgendwelche Charaktere dabei hat, die man gar nicht braucht. Wobei es natürlich, man muss sich auch in den Film halten. Das heißt, es ist ja eigentlich schon so ein bisschen vorgegeben, wer so ungefähr dabei ist. Okay, das hier können wir nicht kaputt machen. Au. Ach, müssen wir nach oben? Ja, ich kann da oben. Ich versuche dich mal irgendwie. Ah, du musst schon wieder was. Boah, ich kletter in Zeitlupe die Leiter nach oben. Wahnsinn. Doch. Ist einfach so gut, wie er es nicht checkt. Kann doch nicht so schwer sein, Mensch. Bleib liegen. Ah, ist besser für ihn, er bleibt liegen. Oh, oh. Schwesterchen ist böse. Aber richtig böse. Ich glaube, das kommt nicht so gut für uns, wenn die böse ist. Die Musik wird auch schon sehr dramatisch. Ah, Hawkeye haben wir dafür wieder. Und Hawkeye hat es gerade verkackt beim Bogenschießen. Gut, dass er nicht den explosiven Pfeil gerade verkackt hat, sonst wäre gerade neben ihm alles hochgegangen. Guck mal, Captain, hier, für dich. Ah, ich wollte mich gerade beschweren und sagen, kann ich Hawkeye irgendwie nehmen, aber... Ah, auf das Goldene. Ja. Machen wir erstmal auf das untere Goldene da hinten. Stimmt, das haben wir ja auch noch. Falls es geht. Nee, wäre auch so schön gewesen. Ist weit weg, ja. Haben wir uns so schön gedacht, aber funktioniert leider nicht. Müssen wir wohl erstmal das da oben kaputt machen. Ja. Der Part von Lego Marvel's Avengers ist leider auch schon vorbei. Zum nächsten Part kommst du, wenn du auf das bereits laufende Video klickst. Natürlich würde es mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, dann wirst du in Zukunft auch keinen Part mehr verpassen. Und es lohnt sich auch immer, auf meinen Facebook, Twitter, Google Plus und Instagram Seiten vorbeizuschauen. Die Links dazu findest du in der Videobeschreibung, da bekommst du immer die neuesten Infos zu meinem Kanal. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und möge die Macht mit dir sein. Servus.